Herzlich willkommen bei meinem heutigen Video. Heute sind wir unterwegs mit der Dachi Gang. Wir sind heute zu viert in meinem neuen Video-Setup. Und wir sind jetzt gerade angekommen in Eichstätt und durchqueren heute einmal das Altmühltal. Das heißt, wir fahren quasi bis nach Kelheim durch und dann ist der Plan noch, dass wir nach Regensburg kommen. Und hier im Hintergrund seht ihr schon mal die Burg von Eichstätt. Ja, ich wünsche viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Wir sind jetzt unterwegs on the road im Altmühltal und wir steuern jetzt schon das nächste Café an, wo ich letztes Jahr auch schon war, als ich hier war. Und das Altmühltal, wie soll man es kurz beschreiben? Ja, es ist, man fährt mehr oder weniger die ganze Zeit durch ein Tal im Prinzip, an dem ein Fluss verläuft. Das ist, glaube ich, anfangs die Altmühl und dann, ich glaube, später mal die Donau oder so. Und dadurch schlängelt sich die Straße halt immer so durch dieses Tal. Und was wir jetzt auch machen, ist, dass wir ab und zu mal rechts und links die Talkante, sag ich mal, hochfahren und dann so ein paar kurvige Nebenstraßen, so wie jetzt sowas hier, auskundschaften. Es ist jetzt natürlich nie eine richtig krasse Kurvenstrecke. Es sind immer mehr oder weniger langgezogene Kurven, die sich so dahin schlängeln. Ich glaube, das ist eigentlich das treffendste Wort. Ist aber im Ganzen doch ganz schön zum Fahren, weil man so ein bisschen cruisen kann. Man kann vielleicht ein bisschen schneller fahren. Hat natürlich hier nur selten irgendwelche Spitzkehren oder so richtig enge Kurven, sowas wie hier zum Beispiel dann öfters, einfach so schöne langgezogene Kurven. Das Wetter ist heute auch super, es ist eigentlich ganz warm. Ich glaube, wir haben so 15 Grad oder sowas. Es geht ein bisschen kalter Wind, aber es ist völlig in Ordnung. So, wir sind jetzt seit ungefähr, ich glaube, 3 Stunden unterwegs und machen jetzt unseren ersten Kaffee-Stop. Dazu haben wir uns auch schon ein Restaurant ausgesucht, das sich jetzt gleich genau vor uns befindet. Und zwar jetzt hier oben. Schloss Arnsberg heißt es. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ich verpasse da immer wieder mal die Abfahrt. Und zwar, glaube ich, ist es jetzt hier. Genau. Das ist eine sehr interessante Straße, die da nach oben führt. Hier ist diese etwas unscheinbare Auffahrt zu dem eigentlich ganz coolen, ich glaube, es ist ein Hotel sogar oder halt nur ein Restaurant, kann auch sein. Vor allem diese Straße hier hoch ist natürlich in einem sehr guten Zustand, was so vor allem die Sportmaschinenfahrer immer sehr erfreut. Deswegen fahren wir jetzt da schön hoch, auf ein Köpfchen. Da sind wir auch schon oben. Also Schloss Arnsberg. Kommt noch mal gleich ein schönes Drohnenbild. Und dann gibt es eine Kaffeepause. So, wir waren jetzt gerade bei der Burg Arnsberg. Leider hatte die geschlossen, das heißt, wir konnten jetzt keine Kaffeepause machen. Und ja, wir fahren jetzt weiter und suchen uns nochmal einen neuen Kaffeestopp raus. Wetter ist immer noch gut dabei. Und dann sehen wir uns gleich wieder auf der Strecke. So, wir haben jetzt also mal einen kleinen Tankstopp gemacht. Und jetzt sind wir in der Nähe von einem nächsten weiteren Aussichtspunkt. Hier gibt es wahnsinnig viele Aussichtspunkte, wahnsinnig viele Burgen. Also es ist auch zu 50% einfach was fürs Auge, hier einen Ausflug herzumachen.
Hier oben auch überall diese Steine, die da oben aus diesem Tal hier einfach so raussprießen. Das habe ich so jetzt noch nicht so krass gesehen. Oder auch einfach die Burgen. Ich meine, da ist schon wieder eine Burg. Wenn jemand also ein Fan von Burgen ist, der kann sich hier echt deppert die Zeit verbrauchen hier. So, jetzt fahren wir rechts, glaube ich. Nee, noch nicht die Bachgasse. Oder ist es hier schon? Doch, genau hier. Das ist heute ja auch das erste Mal, dass ich mit meinem neuen Navigationssystem, mit meinem TomTom Rider 550 navigiere. Genau, hier. Das ist, glaube ich, schon. Ja, genau. Sehr mickrig kleine Straße. Ich weiß selber gerade nicht, ob das so richtig ist. Aber theoretisch sagt mein Navi ja. Ich hoffe, ihr seht das ganz gut. Es kommen schon so die ersten dunklen Wolken. Also es soll ja heute Abend wahrscheinlich regnen. Und ich hoffe mal, dass wir das nicht abbekommen. So, mal gucken, was das hier so ist. Vorne kommt eine Kehre. Wahrscheinlich eine der wenigen Kehren, die wir heute sehen. Oh, sogar eine sehr enge Straße hier. Cool. Wäre auch ein cooler Shot für die Drohne. Aber ich glaube, dann würden wir heute gar nicht mehr zum Fahren kommen, wenn ich alle 2 Meter diese Drohne auspacke. Aber es ist auch eine schöne Straße hier. Das erinnert so ein bisschen an Italien. Da findet man da sowas auch immer wieder mal, wenn man danach sucht. Oder zum Beispiel, wenn man so ein bisschen am Gardasee unterwegs ist. Ist das vom Look her, sage ich mal, so ein bisschen ähnlich. Natürlich in ganz vielen Anführungszeichen. Oh, man hat auch schön. Blick auf die Stadt runter. Das ist das, was hier echt, glaube ich, ganz cool ist, dass man halt immer irgendwie von oben die Möglichkeit hat, auf zum Beispiel eine Stadt zu gucken. Man kann auch zum Wandern hier natürlich viel unternehmen. Aber ein Stück weiter oben müsste der geografische Mittelpunkt Bayerns sein. Ich weiß nicht, ob es noch einen anderen Mittelpunkt Bayern gibt, außer den geografischen. Aber den habe ich zufällig auf der Karte entdeckt. Als, ich sag mal, Sehenswürdigkeit oder Sightseeing-Punkt. Und da habe ich mir gesagt, na, da fahren wir mal vorbei, wenn wir schon hier sind. Das hier links ist der geografische Mittelpunkt Bayerns. Witzig, könnte man eigentlich fast ein Foto machen. So, jetzt haben wir es gerade geschafft. Wir haben den geografischen Mittelpunkt Bayerns gefunden. Kann man auf jeden Fall mal besuchen, wenn man hier in der Gegend ist. Auch wenn es jetzt nichts Krasses ist, aber... Immerhin waren wir mal da. Man könnte ja meinen, wir sind Motorradfahrer, aber eigentlich sind wir Profifotografen und... Wir geben uns Mühe. ...und Sightseeing-Experten. Aber es gehört dazu, Fotostops zu machen. So, wir sind jetzt auf dem Weg nach Riedenburg. Es ist eine Ortschaft hier im Alpental und an dieser Ortschaft gibt es auch wiederum eine Burg, das ist dann die Rosenburg. Und um diese Rosenburg optimal zu sehen, fahren wir auf einen Aussichtspunkt, wo wir jetzt dann uns gleich wiedersehen werden und ich hoffentlich auch mit der Drohne einmal kurz ein gutes Bild aufnehmen kann. So, Kreisverkehre sind geil. Genau, und ja, das, was jetzt zum Beispiel hier diese Straße gerade so bietet, ist eigentlich das, wie es hier im Altmühltal theoretisch überall ausschaut, wenn man nur im Altmühltal oder nur am Fluss entlang fahren würde. Ein relativ flaches Flussbett, nenne ich es mal, ja, mit langen Kurven. Nur nicht, dass ihr euch hier falsche Vorstellungen von dem Gebiet habt. Also man muss da in seiner Routenplanung ein bisschen variieren, dass man mal so links, rechts das Flussbett hier verlässt und sich ein paar Kurven sucht und dann finde ich, ist das echt eigentlich eine ganz schöne Gegend. Ist natürlich jetzt nicht zu vergleichen mit den Bergen und wenn ich jetzt sage, ich fahre jetzt, keine Ahnung, nach Italien und sowas, ist natürlich ein ganz anderes Feeling und anderes Fahrverhalten hier, aber so zur Abwechslung, gerade jetzt am Jahresanfang der Saison, wo noch viel Schnee in den Bergen liegt, ist das eine ganz gute Alternative. Die Route, die wir heute fahren, findet ihr entweder auf meiner Website oder unten in der Infobox. Und wenn ihr noch Fragen habt, stellt die Fragen, dann wird euch geholfen. So, wir nähern uns jetzt Riedenburg. Und wie ihr schon vor uns seht, nähern sich auch ein paar dunkle Wolken, die wahrscheinlich heute Abend dann ein Gewitter von sich lassen.
Aber ja, München ist auch in die Richtung, in die wir jetzt fahren. Wir müssen noch ein bisschen links nach Kelheim. Ich hoffe mal, dass wir trocken davon kommen. Mal schauen, was so kommt. So, wir haben es jetzt geschafft, wir sind in Kelheim angekommen, haben jetzt kurz noch einen Stop bei McDonald's gemacht und ihr seht auch schon hinter uns hier oben die Befreiungshalle, die wir uns jetzt quasi von unten angeschaut haben. Ihr seht auch ein bisschen die Schlechtwetterfront kommt daher, das heißt wir werden es jetzt wieder nach Hause packen und fahren jetzt zurück nach München. Der Heimweg ist ja nicht mehr so spektakulär, Landstraße bis nach Freising und dann sind wir auch schon wieder daheim und hoffen mal, dass wir dem Regen entkommen sind. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mit der Tour anfangen und vielleicht auch das Altmühltal für euch entdecken. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen der weiteren Videos. Bis dann. So, und jetzt ungefähr 2 Stunden später als vom vorherigen Schnitt, seht ihr schon, das Wetter ist schlechter geworden. Es fängt gerade an zu regnen. Ich bin jetzt wieder daheim angekommen. So gesehen hat es sich gelohnt, dass wir nicht zur Walhalla gefahren sind, wo wir eigentlich noch hin wollten, also nach Regensburg. Das müssen wir halt dann nachholen und dann am anderen Tag wieder angreifen, um zur Walhalla zu kommen. Aber manchmal muss man eben sich dann doch dem Wetter ergeben und schauen, dass man trocken heimkommt. Also in diesem Sinne, ne? Ride safe und schaut immer nach oben.